Was würdet ihr jetzt physisch dafür geben, einen Müller Milchreis in euren Händen halten zu können? Boah, weißt du, dass es Müller ist? Dann Das ist ja auch welche so andere schwer. Marke? Andere nicht. Also, vielleicht gibt es andere, aber mir würde keiner einfallen, denn sonst werde ich Ja, auch das ist Milchreis. wahrscheinlich. Milchreis. Miller Milchreis. Müller-Mülltüte. Ja, irgend Ich kenne auch so einen Eimer Milchreis und das ist von Weideglück oder so. Das klingt, Den als kenne ich wär's auch, ja. irgendwie, als wär's irgendwie Viehfutter. Ich werde mir jetzt einen Eimer Eimer. Eimer Müll Milchreis für mich. Was sind denn das für Maßeinheiten? Sehr große Maßeinheiten. Eine Hängematte voller Brezel? Eine Hängematte voll Wackelpudding? Oh, ich habe super viel Pudding gegessen, als ich mit dieser Und Eis? komischen. Nee, Eis nicht, aber sehr viel Pudding, als ich mit dieser Fusion aus Grippe und Corona nicht mehr angelacht habe. Krepona. Ja, mit Grippona habe ich sehr viel Spaß gehabt die letzten 10 Tage. Es war ziemlich beschissen. Nee, aber da habe ich Daniel dann verstanden. Also so ein Pudding, wenn der Hals richtig am Arsch ist, ist es richtig angenehm. Ist einfach runterflutscht. Ich hier keine Gedanken ums Kauen machen muss. Wie Daniel nach seiner Sage ich Weisheit doch. an OP. Na, ich kann jetzt besser verstehen, was du damals uns Nein, mitteilen aber wolltest. Daniel muss es irgendwas anderes gewesen sein. Der hat doch gemeint gehabt, der kann eben kein Ding essen. Er Ist hat das sich schon sehr gefreut, als vertrocknet? er wieder Pudding und Eis essen konnte. Ich wusste gar nicht, dass die Pflanze austrocknen kann. Hätte man die früher gießen müssen? Ich dachte, man muss Scheinbar die immer. schon. Ich dachte, man gießt sie immer, nachdem Was? man einen neuen Bereich freigeschalten hat. Ich dachte auch, aber Wie dann die haben beim wir wohl letzten Mal einmal nicht was gegossen? vergessen. Oder kann es sein, dass wir, weil wir ja die Oma, weil ja einmal nicht gespeichert wurde? Ja. Ach Oh, aber Mann. ich wusste gar nicht, dass sie überhaupt austrocknen kann. Ja, das ist, Haben wir was also Neues über in das der Spiel Jugend würde gelernt? man sagen, das ist ziemlich uncool, Dog. Er würde sagen, diese Blume hat eine Aura, Mann. Diese Blume macht gar nicht mehr Auge, verdammt nochmal. Aura, das ist das Jugendwort des Jahres. Es wäre kein schlechtes. Das ist das Offizielle. Oh. Ja. Ich vergesse immer, Also, ich wann, meine, es wann. gab schon schlechtere Ich Jugendwörter. vergesse immer, wann diese Abstimmungen vorbei sind. Also ich interessiere mich auch nicht dafür, aber es geht immer komplett an mir vorbei. Aber Aura ist ein gutes Wort. Ja. Haben wir Für schon die ganzen Stimmen. Anime-Fans. Ja, ist nicht so Swombie oder so. Warum ist Aura jetzt gerade so für Anime-Fans? Ach so, weil Naruto das immer sagt, ich habe 13 Auren. In Dragon Ball sind es auch Auren. Was siehst du? 14 Ist die Währung in Auren, Dragon genau. Ball. Und in Hunter Hunter sagen sie immer, meine Aura ist voll am Steppen, yo. Irgendwie sowas. Ich Ja. bin kein Die haben Anime-Freak, die ich bin eher ein Mensch. Ich bin normal. Die haben die Übersetzung einfach so für uns, als Gon Cringe gesagt hat. Cringe, Bro. Voll cringe. Killua, das ist mega cringe. Ja, das hat er zum Killua reißt dem Tito einen Typen, gesagt. Killua reißt dem einen Typen das Herz aus und dann so, das war ein bisschen cringe, Alter. Voll cringe. Du machst gerade voll die Aura. Das gibt Minus-Aura-Punkte. Alter, Pito, so Minus-Aura, dass du ihn nicht wiederbeleben kannst. Leorio fällt irgendwie die Alter, Treppe da ist runter und ein. bricht sich das Becken. Okay, alter Mann. Okay, Boomer. Okay, Boomer. Geh doch lieber wieder für 40 Stunden die Woche arbeiten, lol. Oder was ihr sonst so macht. Oh, Leute, ich habe einen fiesen Am Kampf Mittwoch. zwischen dem König und Neowen. Ja. Danke für die Rose. Vielen Dank für die Das Blumen. ist, das ist, nee, das ist diesen TikTok-Duells, da kannst du eine Rose erhalten. Danke für die Danke für die Rose, Rose. diese NPC-Streams, danke für die Rose, BOOM! Lecker Eis. Ein Panther. Und dann wird er wirklich zerfleischt von einem Panther. Das war schön. Diese Rose hat Dornen. Genau wie
The Rock. Hm. Ich habe übrigens letztens den Trailer für Red One oder wie der Film heißt gesehen im Kino. Ah, okay. Und da habe ich mir halt echt gedacht, als ich... wie beschreibe ich das jetzt am besten? Als ich den Trailer da gesehen habe, habe ich mir gedacht, das ist das Äquivalent eines Disneys Direct-to-Video-Films, keine Ahnung. Ja, es ist Santa Claus 4, jetzt wird's klausiger. Schrecklich, das ist eine echte Katastrophe. Der Strom ist ausgefallen. Der Blitzeinschlag von eben muss die Ursache für den Stromausfall sein. Bei diesem verdammten Finsternis sieht man nicht mal die eigene Hand vor Augen. Im Schutze der Dunkelheit haben die Geister freie Bahn. Sei vorsichtig, Luigi. Ja, mal, hüte dich vor ihrer Aura. Eigentlich hätte ich echt noch gern die paar Pflanzen hier gegossen. Ich glaube, während dem Stromausfall kannst du sogar echt viel Geld bekommen. Ja, da gibt's, glaube ich, wieder überall Gemäldegeister. Ja, und die Pflanzen kannst du, glaube ich, auch wieder gießen. Oh, das heißt, ich krieg nochmal die Chance, die große zu gießen. Oh, das ist eine gute Frage. Aber ich glaube, es gibt auch Geldgeister, die nur während dem Stromausfall auftauchen. Im Keller zum Beispiel. Ja, ich glaube, wir machen ein bisschen aber keine Ahnung. Hattest du in letzter Zeit einen Stromausfall, Daniel? Es gab in der Gegend letztens einen, aber den habe ich nicht mitbekommen. Hochwasser. Das war kurz. Nee. Ja, davon bin ich befreit. Von Hochwasser? Nee, ist von Europa befreit. Bis jetzt bin ich noch. Keine Ahnung. Du hast Europa-Verbot, Daniel. Der ist europafeindlich. Du darfst nicht in die EU einreisen. Okay, Boomer. Was hat Meruen auch zu Netero gesagt? Nachdem wir die Atombombe gezündet haben. Okay, Dog. Ist was, Dog? Wenn es eine historische Person geben würde, die ihr Boomer nennen könntet, welche wäre das? Und wie würde sie darauf reagieren? Albert Einstein. Jetzt gleich kämpft sie irgendwann an. Ich bin ein Genie. Okay, Boomer. Okay, Strebersocke. Das ist eine interessante Frage. Wer ist historisch gesehen der größte Boomer? Donald Boomington. Ich bin am überlegen. Warum krieg ich hier kein Wasser raus? Die dafür bekannt ist, dass sie irgendwie... Churchill. Ja, Churchill wäre eine gute Wahl. Sieht doch aus wie ein Boomer. Er hat auch Position vertreten wie ein Boomer. Churchill, sie sind ein echter Boomer. Und dann nimmt er seine kubanische Zigarette und drückt sie auf deiner Stirn aus und dann heulst du wie ein kleines Baby. Weil du Daniel heißt. Hey. Seht ihr das? Meinen Namen nicht. Ich kann das Wasser ansaugen und dann tropfelt das auf die Reling. Es ist keine Reling, das haben das nur Schiffe, aber ich weiß nicht, wie ich es sonst nennen soll. Ich wollte nicht Badewannenrand. Badewannenrand klingt aber schmutzig. Den musst du sauber machen. Sauberer Badewannenrand. Sauberrand. Halt deinen Badewannenrand. Habt ihr mitbekommen, dass... Nee, ernsthaft, halt ihn mal kurz, ich muss da was machen. Ich muss kurz was fixen, ich bin Klempner. Meine Hosen sind halb unten. Ich trage Orde, Klempner. Nee, dafür hast du die Hosen. Ohne Toilette, haha. Das wird größtenteils aus Walkotze hergestellt. Der Garten existiert nicht, wir sind gerade im Void, habe ich das Gefühl. Wir sind im fliegenden Klassenzimmer. Das fliegende Klassenzimmer. Das ist Satura. Ja, die Welt existiert wieder. Wir sind gelandet. So heißt. Leckerschmecker sind gelandet. Die Leckerschmecker sind gelandet. Könnt ihr euch noch an den einen Stream von Jackbox erinnern, wo wir Quiplash gespielt haben? Und dann kam die Frage auf, was ist Hübitons Lieblingsfilm? Und jeder hat ohne zu zögern direkt geschrieben gehabt, der SpongeBob-Film, weil er ständig irgendwelche SpongeBob-Zitate bringt als einziger. Und dann hat er gemeint gehabt, nein, das stimmt nicht, mein Lieblingsfilm ist Lilo und Stitch. Und wir alle haben gemeint gehabt, das stimmt nicht. Du zitierst immer was von SpongeBob, es muss der SpongeBob-Film sein. Ja, aber ich glaube, es ist angelogen. Er zitiert überdurchschnittlich viele, aber ich glaube, also wenn du im Internet unterwegs bist, zitierst du allgemein einfach viel SpongeBob. Das ergibt sich so. Das ist
Ja. Aber er zitiert Spongebob mehr als Johnny und das muss schon was heißen. Ja, ja. Weil Johnny ist auch mehr so ein Typ, der schaut Müll. DuckTales aus den 90ern und Gummibärenbande und er schaut Essen beim Schlechtwerden zu. Aber wir machen das, was alle Kinder in eurem Alter gerne tun: Brot anstarren. Bis es lebendig wird. Stell dir mal vor, das wäre Daniel. Stell dir mal vor, du hättest praktisch die Kraft von König Midas. Alles, was du berührst, wird aber nicht zu Gold, sondern alles, was du berührst, wird lebendig. Stell dir vor, du hättest die Kraft von König Shidas und alles, was du berühren würdest, würde weiblich werden. Oh mein Gott. Was würdest du mit dieser einzigartigen Fähigkeit anstellen? Was ist, wenn er Dinge berührt, die schon weiblich sind? Tja, Minus und Minus ist ergeben Plus. So eine Plus? Ja. Ja, wollte ich gerade sagen. Entweder sie werden männlich oder sie lösen sich auf. Ja, du machst einfach eine stell dir das vor, was lustiger ist und entscheide ich dafür. Und Daniel kann damit reich werden. Stell dir vor, du würdest jemanden berühren, dann würdest seine Mutter berühren, Daniel. Und sie wird dann so in sich zusammen implodieren wie ein schwarzes Loch. Also sie würde so in sich selbst zusammenhalten. Sie würde einfach so ein kleiner Ball werden. Ich glaube, mein Szenario mit dem sprechenden Toast weniger dark. Dann könnte Daniel der neue Jack the Ripper werden. Oder er wird halt einfach ein sehr erfolgreicher Arzt für Geschlechtsumwandlung. Ja, Alter! Aber, ja. Stimmt. Aber niemand könnte die Umwandlung dann bei ihm. Warum würde er Jack the Ripper werden, nur wegen dieser Fähigkeit? Da müsste ja noch mehr Daniel vorhanden sein, vorher schon. Naja, weil Jack the Ripper nur Frauen umgebracht hat und der kann quasi nur Frauen mit dieser Fähigkeit umbringen. Er kann auch Männer umbringen. Das ist wie ein Fluch. Er kann Schusswaffe benutzen. Ja, aber nicht mit seinem Fluch. Wieso? Was? Das ist doch, König Midas muss Dinge berühren, damit sie... Ja, aber er hat ja die Fähigkeiten von König Shidas, nicht von König Midas. Ah, natürlich, von diesem, von deinem OSD-Charakter. Ja, das war doch das ganze Szenario, hast du die letzten 20 Minuten nicht zugehört? Ja, ich wusste nicht, dass Shidas sei einfach durch die Luft seine Fähigkeiten überträgt. Nein, er muss halt eine Frau anpassen, aber dann stirbt die doch trotzdem. Ja, man kann trotzdem auch Männer umbringen, wenn er möchte. Sei mal ja klar, so, aber halt nicht mit der Fähigkeit. Außer er würde sie erst weiblich machen und dann würde sie berühren. Aber zu dem Zeitpunkt sind sie halt keine Männer mehr, sondern Frauen. Ich glaube, du verstehst. Ich hätte auch gerne einen. Wenn ich dann jemanden drohe, ihn umzubringen, sage ich, ich werde dich erst in eine Frau verwandeln und dann bringe ich dich um. was? Das war ziemlich bedrohlich. Ich hätte Angst davor. Ja. Daniel hat echt viel Spaß damit, Jack the Ripper zu sein, ich merke schon. Ja, ist schon verlockend. Ich meine, wer will das nicht sein? Ich meine, ich habe damit kein Problem. Ich meine, es ist nicht so, als hätte ich eine Collection von Messern, die alle ihren eigenen Namen hätten. Deswegen brauchen wir ein Messerverbot, Daniel, wegen dir. Es ist nicht so, als hätte ich für jeden Wochentag ein passendes Messer. Was machst du denn in der Küche? Ja, es ist ein Messerverbot, bezieht sich auf öffentliche Plätze, Daniel. Es ist nicht so, als hätte ich meine Fingernägel durch Messer Street ausgetauscht. Food. Hm? Street Food. Du musst es ja auch machen, zubereiten. Wenn Daniel jemanden nicht stundenlang foltert, sondern ihm einfach nur einen Schuss durch die Stirn gibt, dann nennt er das auch Fast Food, weil er ihn schnell umgebracht hat. Ich wollte zu der Pflanze, ich will versuchen, die zu gießen. So wie Daniel seine Opfer ich würd, mit dem Blut der vorherigen Opfer gießen. Ich würde aber Arng auf jeden Fall verwandeln, damit jemand glücklich ist. Ja. Ich stelle ja, mir, damit jemand glücklich ist. Ich stelle mir echt gerade vor, wie Daniel sein Opfer vergräbt. Also so bis zum Hals halt, ne? Wie der eine Fisch aus SpongeBob. Und dann hat er halt so eine Gießkanne voll Blut anderer Opfer und dann gießt er den damit. Alter. Das ist stark. Ja.
Danke. Können wir über was anderes reden? Über die Fernsehserie, über die Ich glaube, wir haben es zu weit getrieben. So wie immer. So wie immer. Der Witz aus SpongeBob ist aber auch schon dark an sich. Ich meine, der wird vergraben und sagt der Leute, könnt ihr mich rausholen? Und dann sieht man die Welle immer näher kommen. Sein Geist taucht später auf. Welle, das ist die Flut, Daniel. Hast du das schon vergessen, Daniel? Ja, Ebbe und Flut, der Mond. Ja, stimmt! Der Mond war der Mörder. Er ist ein Geist. Ja, sein Geist kommt. Nein, er ist ein Geist später. Ja, der ist draufgegangen. Da soll mich doch glatt ein fliegender Eiscremewagen schlagen. Das heißt aber auch, der Seifenblasenmann hat ihn absichtlich ertrinken lassen. Ja, das Ende der Folge impliziert das, ja. Er hat einfach nur da gestanden und dabei zugeguckt. Oh, ich mag diese Implikation, die sind sehr... Die also ich meine, das ist nicht nur eine Implikation, das ist halt die Wahrheit. Er hätte sich die ganze Zeit retten können, so wie er Thaddeus vom Platzen abgehalten hat. Also wie viele Geister wollen noch aus der Decke kommen? Ja. Das ist aus, als ein Geist. Toll, das Navigationsgerät hat doch gesagt, du sollst links abbiegen. Das passiert also bei einem Stromausfall. Die Geister und wir haben immer noch keinen Opa eingesaugt. Es tut mir leid, Leute, aber ich kann meine Versprechen wohl nicht halten. Es tut mir leid, aber ich habe das Gefühl, mein Opa existiert gar nicht mehr. Oh. Hm. Also war es von Anfang an entschieden. Hast du eigentlich inzwischen Beetlejuice gesehen, Gengo? Nö. Achso, ich dachte, du hast auch gewartet, dass er auf Prime kommt. Hab ich auch, aber dann hab ich's vergessen. Ja, ich hab ihn während des Krank war gesehen. Bei den ersten, zweiten Teil davor gesehen. Ich bin irgendwie nicht überzeugt von Beetlejuice. Ich weiß, das ist ein Kultklassiker, aber mir gibt der Film, geben beide Filme irgendwie nicht so viel, weder der erste noch der zweite. Vielleicht hättest du ihn in der richtigen Reihenfolge sehen sollen. Naja, ich glaube, das hat jetzt keinen großen Unterschied gemacht. Gut, dann gibt's auch nicht mehr dazu zu sagen. Ja, ich hab's nicht so gefühlt, aber es ist wahrscheinlich nett für Leute wie Daniel. Nein, sie ist immer noch tot. Wie Daniel. In Deutsch heißt der Film übrigens Lottergeist. Nein, auf der Deutsch heißt der Film Käfersaft, Käfersaft. Lern Englisch. Es ist nur immer sehr viel weniger in diesem Film, als man denken würde, wenn sie benannt sind. Bitte sei noch da. Och, komm schon. Ist weg. Das ist ein Geldgeist? Nee. Oh, das ist gemein. Das kam ja wirklich so. Ja, kurz das kam, vor als ich in der Tür schon drin war. Der wusste, dass du. Aber vielleicht kann ich jetzt wieder den Käse hier scannen. Oh. Ich will unbedingt diesen Käse scannen. Natürlich. Oh. Nein. Das ist schade. Wenn man Mäuse fängt. Ich bin wirklich traurig. Ja. Ja, interessiert mich nicht, aber ja. Deswegen Daniel. Ja. Oh. Eigentlich will ich, Oh, wir sind im Keller. Nein, die kommen wir nicht später an. Hast du einen Keller, Daniel? Oh. Hast du einen Keller oder einen Dachboden? Nein, habe ich nicht. Du hast keinen Keller? Ich habe einen Dachboden. Mhm. Ich habe einen Dachboden. Vielleicht weißt du nur nichts von deinem Keller. Vielleicht wurde der Eingang zugemauert. Oh, das wäre gruselig. Die Möglichkeit besteht natürlich immer. Hast du einen Keller, Gengo? Nö, ich habe auch einen Dachboden. Man kann immer nur eins von beiden haben. Ja. Ich habe einen Keller, da stehen die ganzen Waschmaschinen. Hast du einen Dachboden? Nee. Siehst du? Argumentativ zerstört. Da ist viel an meiner Theorie dran. Ich glaube, das hat der deutsche Bund irgendwann mal entschieden. Meine Eltern hatten einen Keller und einen Dachboden. Ja, aber die haben ja auch in einer Villa gelebt. Das ist natürlich ein Unterschied. Der Keller wurde irgendwann versiegelt. Versiegelt? Ja, damit die bösen Dämonen nicht mehr rauskommen. Habt ihr kein Höllenportal in eurem Keller? Das Wort versiegeln impliziert meiner Meinung nach halt wirklich, dass da irgendeine magische Barriere drüber gelegt ist. Natürlich, wir hatten Priester im Haus und alles. Womit versiegelt man sonst Sachen? Mit Gips? Weihwasser.
Japaner kleben da immer solche Talismane drauf. So, Daniel, nein, hier ist schon wieder eine. Da. Ein Geldmaus. Oh. Die will ich nicht kriegen. Oh, das ist ja voll unfair. Wie willst du die kriegen? Wie will ich hier überhaupt die durch? Ist jetzt schon längst weg. Danke, dass du das so gesagt hast. Ich hatte zumindest noch ein bisschen Hoffnung. Die ist schon längst weg, du Trottel. Warum versuchst du es überhaupt? Warum versuchst du es überhaupt? Warum reibst du dich nicht gleich mit Erde ein? Reibst du nicht dich gleich mit Marinade ein und springst ins Löwengehege? Voll auf die Kopf. Warum suchst du bist mal wieder auf den ältesten Trick der Welt reingefallen. Die Fake-Tür. Das klang komisch, als er aufgestanden ist. Das ist halt, wenn du in einem Haus viel zu viele Türen hast, die irgendwo hinführen, dann musst du dir ein paar Fake-Türen einbauen, die nirgendwo hinführen. Also Daniel... Du warst nicht beim Opa. Ja, ich wollte dir gerade sagen, ich weiß nicht mehr, wo der Opa ist. Achso, das ist ganz am Anfang, wo du den zweiten Tod getroffen hast, in der ersten Etage. Ja, okay. Also, hättest du aber auch mal früher sagen können, Daniel. Ich hab überhaupt nicht gefragt. Ich mich jetzt doch. Aber das ist sehr gut, dass du wirklich bis dahin gewartet hast, dass ich fast vom Eingang vom neuen Bereich war. Nein, ich dachte, du gehst da noch irgendwie hin, keine Ahnung. Ich habe nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Daniel, überlass das Denken am besten den Pferden. Oh, kommt ein Pferd in eine Bar. Was mache ich jetzt nur? Kommt ein Pferd in eine Bar. Und alle sind tot. Weil es BoJack Horseman ist. Die deprimierendste Serie der Welt. Too depressing. Warum war das gerade so eine Geschichte? Jeder sagt einen Satz und daraus ergibt sich eine Geschichte. So spielt man halt Wortketten. Okay, lass uns eine Wortkette bilden. Ich fang an. Luigi. Luigi Hurensohn. Luigi hat, du bist dran, Markus. Ich behalte mein Wort bei Hurensohn. Das hab ich nicht erwartet. Okay, Luigi Hurensohn, dann musst du damit weitermachen. Luigi hat Hurensohn. Sind Sie sicher, dass Sie diesen Namen übernehmen möchten? Luigi Hurensohn weiter. Daniel. Ja, da, wie geht die Geschichte weiter? Will seinen Namen... Nein, du kannst nur ein Wort sagen. Achso, nur ein Wort. Ja. Ja, dann will. Luigi Hurensohn will nicht... leben. Schade. Okay. Das ist Geschichte. Okay, gute Geschichte, Jungs. Jetzt geht ins Bett. Schlaf gut, kleiner Timmy. Schade. Das war eine richtig gute Performance, Daniel. Ich bin sehr stolz drauf. Wir sollten das veröffentlichen. Als Buch. Ja. Ich wollte sagen, ist doch schon jetzt öffentlich. Nein, das wird, wir hauen das nochmal als E-Book raus. Das muss wirklich so eine Art Kinderbuch sein, so irgendwie, wo wirklich auf jeder Seite nur das eine Wort halt steht und dann ist da so eine extra Zeichnung. Das hat zuerst Luigi Hurensohn, die sieht ganz glücklich aus. Und dann... Kommt auf jeder Seite ein Wort dann dazu. Luigi Hurensohn. Ich kann gar nicht verstehen, warum er sich umbringen will. Bei dem da. Warum haben ihn seine Eltern so genannt? Ja, warum haben sie Luigi genannt? Ja. Oh Gott. Also hier soll er jetzt... Ah, da ist er. Ey, guck dir mal den Boomer an. Oh, guck dir mal den bösen Boomer an. Den meinte ich. Scann mal den Spiegel hinter ihm. Warum ist er auch genau davor positioniert? Niemand wird mich finden. Leid verschroben. Und ich dachte kurz. Ich hätte es gut gefunden, hätte er gestanden. Niemand wird mich vermissen. Ich bin alt.
verschroben und als wäre das nicht schon genug, die Leute fürchten sich vor mir. Weil ich explosiven Durchfall habe. Es kommt davon, dass du den Pflaumenburger gegessen hast. Den Pflaumenwopper. Der Flopper? Ja, da floppt es, wenn du den gegessen hast. Du musst dich von ihm wegdrehen. Ja, ich will erst gucken, ob's ja. Du willst erst seine Klamotten durchschauen. Ja. Und das ist so ein sogenannter Secret Boss. Ich weiß nicht, ob der optional ist. Ich glaube schon. Ey, er will mich erschrecken. Wie alte Menschen das so tun? Ich hasse es, wenn alte Menschen dich in der Bahn erschrecken. Also dadurch, dass sie anwesend sind. In der Bahn? Du kommst immer wieder zurück auf die Bahn. Ich verbringe viel Zeit in der Bahn. Ja. Ihr doch auch, oder? Ja, die lustigsten Geschichten passieren in der Bahn. Wo sonst kannst du einen Akkordeonspieler treffen? Die lustigsten Bahnkoffer. Keine Ahnung, du kannst ihn auch am Bahnhof treffen, glaube ich. Ja, aber es ist lustiger, wenn du ihn in der Bahn triffst. Ich dachte gerade für eine Sekunde, willst du sagen, du kannst ihn auch noch anbraten. Das scheint nicht optional zu sein. Es könnte vielleicht ein optionaler Raum sein. Ja. Oh nee, das ist ja für den Keller. Oh. Wir haben den Kellerschlüssel bekommen. Lass uns schauen, ob Leichen im Keller sind. Hä, doch, das ist ja nicht optional, weil da schaltest du den Strom, glaube ich, wieder ein, oder? Das ist ja ein richtiges Metroidvania, dieses Spiel. Also, ich sehe gerade, wir sind tatsächlich wieder bei 26 Minuten. Ja, danke, dass du mir ins Wort fällst. Ihr alle. Was wollt ihr von mir? Das ist sehr unprofessionell, was ihr gerade tut. Okay, ich würde sagen, dann gehen wir das nächste Mal in den verdammten Keller, oder? Es ist jetzt irgendwie nicht so viel passiert. Ich muss auch sagen, wäre ich jetzt allein, hätte ich noch ein bisschen nach Geldgeistern gesucht, aber ich glaube, das ist nicht so spannend. Also, bis zum nächsten Mal. Wo ist der Tod eigentlich hin? Diese Frage klären wir.